ist der Fuchs hier gerade in meinem Zelt. Wenn es irgendwo juckt oder kratzt, Babypuder drauf. Ah, ich krieg Regen im Nacken. Ja, was geht? Willkommen in der Sommerpause der Basiskirche. Bei uns zu Hause im Studio wird gerade ordentlich umgebaut und auch inhaltlich gibt es ja ein paar Änderungen bei uns. Wir sind jetzt hier aber im schönen Koppenbrügge, wo wir mit Max und Jonas die Pilgertour drehen. Die zwei pilgern nämlich über den Eid. Das ist ein Gebirgshügelkamm hier in der Nähe von Koppenbrügge. Und da pilgern die beiden drüber für die nächsten 3 Tage, also 2 Nächte werden die hier verbringen. Mit interessantem Equipment. Aber bevor wir uns das Equipment jetzt näher anschauen, gibt es 3 wichtige Dinge zu tun. Liken, abonnieren, Glocke. Wichtig. Ab jetzt sind es noch 2 Videos die Woche. Das ist wunderbar managebar. Ihr kriegt die Benachrichtigung, guckt euch das Video an, lasst ein Like da, abonniert, fertig. Mehr ist es nicht. Aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr, nicht die Glocke zu drücken. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal das Equipment an. Gegensätze ziehen sich an, denn was die Ausrüstung betrifft, sind unsere beiden Wanderer sehr unterschiedlich. Jonas hat eindeutig mehr und teureres Equipment dabei und war extra für diese Tour nochmal in Hamburg shoppen. Und Titus, was ist neben Zelt und Schlafsack das Wichtigste? Sieht auch aus wie ein Schlafsack, wiegt nicht so viel, könnte was Aufblasbares sein vom Gefühl her. Ja, eine Puppe. Eine Matte. Und wie sieht's aus mit dem leiblichen Wohl? Das ist quasi unser Fressnapf, wenn ich ihn jetzt selber aufkriege. Da drin haben wir allerdings auch einen Kocher, eine Gaskartusche, Gaskocher, der ist hier verpackt, Henkel, Besteck haben wir woanders. Da werden Max und ich ganz geschwisterlich zusammen draus essen. Und was kocht ihr Schönes? Tütengerichte, so Fertignudeln halt. Die liegen, glaube ich, gerade irgendwo unter den Tortillas. Hier liegen ein paar. So eine Art Adria-Nudeln oder wie ja, man die kennt? Nee, eher mit viel Käse, weil Käse am meisten am geilsten ist. Tatsächlich, wie man sie kennt, es gibt natürlich auch spezielle Tracking-Nahrung, so gefriergetrocknet und all so ein fancy Scheiß. Da wird es dann aber richtig teuer. So ein Ding, jeder kennt es, kostet irgendwie 1,50 oder so. Schmeckt auf Wanderung fantastisch. So gefriergetrocknete Nahrung schmeckt sicherlich noch einen Ticken besser, kostet dann aber auch gerne mal irgendwie 1 Zehner pro Nahrung. Jonas' teuerste Teile sind Zelt, Regenjacke und Rucksack. Und insgesamt ist er einfach mit einer Ausrüstung für fast 2000 Euro unterwegs. Unglaublich. Ob Max da mithalten kann? Ich bin tatsächlich überrascht, dass die Fläche, die du jetzt abdeckst, nicht so unähnlich ist zu der Fläche, die Jonas abdeckt. Trotzdem ist Max nicht ganz so hochgerüstet unterwegs, benutzt auch ältere Ausrüstung. Und das Teuerste, was er dabei hat, ist sein neues Tarp. Ja, das kannte ich vorher auch nicht. Jeder, der Seven vs. Wild geguckt hat, weiß, was ein Tarp ist. Das ist nämlich einfach eine Plane. Genau, natürlich mit Paracord und allem, was man braucht dazu, also damit ich es auch aufbauen kann und nicht einfach mich wie unter eine Bettdecke mit der Plane lege. Sondern, dass sie zumindest ein bisschen zeltähnlich am Ende wird, aber es ist letztlich einfach nur eine Plane. Dafür hat Max etwas dabei, was morgens echt wichtig ist. Ist es vielleicht eine Dusche? Nein, es ist eine Aeropress. Eine Aeropress. Das heißt, sie funktioniert mit Luftdruck dann auf der Tasse, dann habe ich hier meinen Kaffee drin und kann das so geil runterdrücken und habe dann morgens einen richtig guten Kaffee, obwohl wir mitten in der Natur sind und so gut schmeckt kein anderer Kaffee. Geil, geil. Ja, und noch geiler ist eigentlich nur das hier. Babypuder, das ist der Shit. Wenn es irgendwo juckt oder kratzt, Babypuder drauf. Egal was, wenn das Essen nicht schmeckt, Babypuder drauf. Unterm Strich ist Max mit gut 500 Euro unterwegs und damit sind das fast 1.500 Euro weniger als bei Jonas. Aber jetzt geht's endlich los. 3 Tage, nur Max und Jonas, die beiden Buddies. Und wir wollen wissen, warum ist euch eine gute Freundschaft so wichtig? Wenn die Kacke am Dampfen ist, wenn die Welt wirklich gerade mal scheiße ist. So, also ich meine, wir hatten das auch oft genug. Was weiß ich, mitten im Studium, keine Ahnung, Freundin hat mit mir Schluss gemacht oder sonst was. Ich habe gesagt, ey, Kneipe jetzt. Und Max war da. Wo ich das immer merke, was gute Freunde sind, ist, gerade wenn ich jemanden länger nicht gesehen habe, Jonas und ich brauchen keine Warmwerdenphase. So, wir sehen uns und es ist instant so, als hätten wir gestern das letzte Bier getrunken. Und das ist halt so ein Moment, wo ich merke, hey, wenn mir das mit Menschen passiert, dann sind das echt gute Freunde. Egal wie lange es her ist, dass wir uns gesehen haben, es ist instant wieder eine Basis da. Ihr seht also, wir haben jetzt das Bild einer wunderbaren Freundschaft gezeichnet. Und ob wir es schaffen, diese Freundschaft vielleicht in den nächsten Tagen ein kleines bisschen aufzurütteln, das werden wir sehen. Wir haben uns nämlich ein bisschen was ausgedacht für die beiden. Das kommt aber erst morgen. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem Pilgern. Gell, Jonas? Wandern! Ich gebe dir gleich eine Schelle.
Minimum einmal möchte ich so einen Moment haben, wo ich irgendwie in die Landschaft gucke und mir denke, boah, ist dieser Planet, ist diese Schöpfung einfach hammermäßig geil. Und du hörst Geräusche ja ganz anders intensiv. Du hörst und denkst auf einmal panisch, ist der Fuchs hier gerade in meinem Zelt? Und merkst, nee, dein Gehör ist nur geschärft, der ist eigentlich noch 15 Meter weg und grinst dich an. Umschläge für euch. Zwei sogar. Ja, sie haben den gleichen Inhalt, aber... Ich wollte gerade sagen, ist jetzt wichtig, wer welchen hat? Überhaupt nicht. Wir dürfen ihn jetzt noch nicht aufmachen? Auf keinen Fall. Das ist das, was ihr morgen als allererstes macht. Als allererstes. Im Umschlag sind vier Aufgaben, welche die beiden morgen auf ihrer zweiten Etappe erledigen müssen. Also freut euch, das wird nämlich ein Spaß. Vor allem für uns. Das war ein anstrengender erster Tag. Wir fahren jetzt nach Hause. Morgen früh kommen wir wieder, um die beiden Challenges zu begleiten. Die sollen jetzt aber erstmal die erste Nacht überleben. Wie sie sich schlagen, wie sie das schaffen überhaupt, was noch so passiert, das gibt's nächste Woche. Titus darf nach Hause, aber Max und Jonas müssen noch 10 Kilometer wandern bis zum ersten Nachtlager. Also keine Fotos mehr jetzt. Los, sonst wird's dunkel. Ah, ich krieg Regen im Nacken. So, dann jetzt schnell auch die Jacke an. Ja, aber. Ja, irgendwie bei dir besser gelaufen als bei mir. Leute, ich bin gerade richtig im Arsch. Ich hatte die Hoffnung, dass das eine Schutzhütte ist, weil sie in der Karte eingezeichnet ist. Spoiler ist keine. Offensichtlich ist keine. Und ich habe mich gerade voll motiviert, irgendwie bis hierhin zu kommen. Wir haben jetzt irgendwie noch 2 Kilometer. Anderthalb. Und? Ich baller mir jetzt gerade hier irgendwie die letzten Energieriegel rein, weil es halt, ich habe halt keine Reserven so. Was wirklich abgefahren so an so Wandertrips ist, ist einfach, wie nah so Frust und geile Momente nebeneinander liegen. Oder vielleicht sind die geilen Momente einfach geiler, wenn man gerade so richtig frustriert war. Bin jetzt hier in diesen Point of Interest reingeklettert. So ein richtiger Felsübersprung. Und es tut gerade einfach so gut, hier einfach zu sitzen und da unten zu sehen, wie es runtergeht. Mega. Was? Das Ergebnis ist falsch.